Onkel Günther. So, lieber Rolf, jetzt zeige ich dir noch die Antenne und dann weißt du Bescheid. Moment. So. So arbeite ich hier, lieber Rolf. Mein Trailer, mein Bike, aber das solltest du ja, glaube ich, schon so ein bisschen kennen. Meine Lesebrille, meine Augen werden immer schlechter. Ich habe hier 23 Meter Koaxkabel liegen. Ja, ich weiß, ich könnte noch eigentlich ein bisschen Kabel sparen, wenn ich mit dem Mast ein bisschen näher Richtung Transceiver käme. Es gibt keine HF-Einstrahlung. So, hier sind 49 zu 1 Endfett. 20,45 Meter an einem 12 Meter Spider-Beam Teleskopmast. Ja, das ist ein in etwa inverted V. Man darf es nicht so genau nehmen, aber so arbeitet der Onkel Günther hier im Feld. So ein bisschen Bändchen dran gemacht, weil wenn die Sonne scheint und die Leute laufen hier, haben ihr Cellphone, ihre Telefone in der Hand und gucken nicht vorne und gucken nicht hinten und ruckzuck ist man mit dem Gesicht, mit der Nase, ratscht man sich hier an so einem Seil. Nicht besonders toll. Was meinst du, wie viele Leute hier schon übers Koaxkabel gestolpert sind? Weil die Menschen, die sind mit den Augen und mit dem Gedanken überall, nur nicht da, wo sie hin sollen. Rolf, schöne Grüße von mir nach New Hampshire. Und wir bleiben in Kontakt und du klingst, hast ein saugeiles Audio. Natürlich ein bisschen gewolltes Echo mit dabei. Warum nicht? Ja, schauen wir mal, wen wir heute noch erschrecken können. Ich schau mal, ob der Freddy noch auf der 133 unten ist. Victor Echo 3, Mike Charlie Echo 73, KE1Y, your friend Uncle Günther, DK5ONV from the shores of the Rhine River, 73.